An der Strafverfolgungsanspruch heute bei dem Staat. Das, da kann man die Sache nicht einfach selbst in die Hand nehmen, auch wenn man das noch zu gern möchte. Anwältin Ariane Paulus ist Daniels Hinweis mit dem Mietvertrag nachgegangen und hat herausgefunden, dass Malik tatsächlich eine Praxis eröffnen will. Indra fürchtet, dass ihre Mutter dem Heilpraktiker den Laden finanziert. Drei Tage später will sie sich vor Ort Klarheit verschaffen. Ich vermisse ihn. Vielleicht werde ich mich noch mit meiner Freundin treffen. Mama, mit meiner Freundin, mit meiner BFF treffen. Und stalkst du mich und bringst gleich mit zur Überwachung noch Frau Paulus mit? Meine, und Lücke, hier wird niemand gestalkt. Meine Zettelbücher antwortet mir auch nicht. Finanzierst du den auch noch? Und wenn? Ja. Was geht's dich an? Hast du deine Aktien extra dafür aufgelöst? Ja, hab ich. Und? Mama, ich weiß nicht. Du bist schwer krank. Ja, egal, ich finde hier keinen. Die einzige Seelenschaft ist morgen ja oder irgendwann. Ich könnte dann vielleicht meinen Bruder oder. Also, ja, was ist das? So, wir sind jetzt morgen wieder oder irgendwann. Ja, dann ist das. Liebe Grüße an dich da draußen, dass du mich abonniert hast und mein Video geliked hast. Danke. Und vergiss dich einen Daumen runter zu lassen, ein Like zu lassen und zu kommentieren. Das würde mich sehr freuen. Ja, und tschüss.